Hallo und einen wunderschönen guten Tag bei einer neuen Episode von Wolfenstein The Old Blood. Und in der letzten Episode haben wir hier einen wahnsinnig krassen, mega obergeilen Zombie-Ansturm überlebt, während es sich hier die Tür geöffnet hat. Und ja, jetzt geht weiter durch eine weitere Tür, könnte man meinen. Woher kommt die Kette? What the shit ist denn jetzt los? Oh nein, mein Rohr ist weg. Mein Ober, Sie können Ihre Finger nicht vom Feuer lassen, ne? Aber diesmal verbrennen Sie die Aua! Sie sind warum immer so grob? Der meinen Jäger Rudi getötet hat, ne? Jupp, der bin ich. Sagen, Sie sind ganz schön zäh. Was haben wir denn da? Ja, das hätte uns etwas Zeit erspart. Ich verstehe diese Symbole nicht. Oh, Fortuna, so merkwürdig und unvorhersehbar. Ich könnte sie... Ich fühle mich wieder wie ein kleines Kind, das im Wald nach Schätzen gräbt. In diesem Moment wird Geschichte geschrieben. Ich gehöre jetzt zu den größten Abenteurern dieser Welt. Für mich sind Sie nicht als ein Regimeschwein. Sehen Sie, Schreiner. Ja, aber es ändert nichts. Bisher konnten Sie weder mich noch General Strasse beeindrucken, Herr Gatt. Meine Güte, Schreiner, Sie sind ein solcher Kohärentenkacker. Hier, sehen Sie. Der Code auf König Ottos Karte entspricht genau den Symbolen hier auf diesem Podest. Das ist die Kombination, Sie Idiot! Na bitte. Sind Sie sicher, dass das richtig ist, Herr Gatt? Ja, nun machen Sie sich nicht gleich ins Bett. Ach du Scheiße. Hallo? Du bist also König Ottos kleines Geheimnis, was? Was? Aber keine Angst, ich bin jetzt da. Und ich habe lecker, lecker Fleisch für dich. Ja, amerikanisches Fleisch. Ich glaube, der steht eher auf anderes Fleisch, oder? Na bitte. Sehen Sie, Schreiner? Sehen Sie? So beherrscht man ein Monster. Ha! Wollen Sie es auch mal versuchen? Ich gestehe, ich bin beeindruckt. Aber warum hat König Otto dein schönes Gesicht vor der Welt versteckt? Hm? Egal. Zeit zum Fressen. Anna, bitte! Tja, das war's mal mit Helga. Ja, und der ist auch weg. Und jetzt kümmere ich mich mal um den und ich bin weg. Ja. Der macht irgendwie nicht viel, oder? Der sucht mich. Sieht er mich? Ja, im Prinzip kann er ja nicht sehen. Der Typ hat keine Augen. Alles klar. Also solange ich mich leise verhalte, sollte alles kein Problem sein, oder? Ich meine, er greift mich nicht an. Okay. Schnapp ich mir schnell mal die Rüstung hier. Hier geht's auch noch nach oben. Okay, gucke mich mal in Ruhe um. Ich hoffe mal, ich stört das nicht. Lalalalala. Problem ist nur, irgendwann muss ich halt auf ihn schießen und dann wird er wissen, wo ich bin. Aber wenn wir schon schießen, dann mal anständig. Hallo. Mach mal dein Mündchen auf. Mach A. Gut, dann mache ich für dich A. Holy shit. Au. Wie? What? Okay. Hier hast du nochmal. Was hast du jetzt vor? Hä? Gar nichts anscheinend.
Oh, oh, hier, irgendwo hier habe ich gerade Nazis gehört. Oh ja, da kommt sie. Au, 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 au. Geh weg. Ja, mach sie weg. Mach sie weg. Find gut, dass der Endboss auf meiner Seite ist. Oh, da unten kommt einer. Nein, da wird ein Zombie. Au, nein, weg. Oh shit, das war nicht clever. Nein, lass die Granate liegen. Au, 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 au. Hier, mach Zombies weg, mach Zombies weg. Okay, ich glaube, ich sollte auf Schalldämpfte greifen. Für den einen Missack hier. Bonk. Ja, das kriegt er nicht mit. Gut. Ach, und es kommen noch mehr. Komm schon, hau sie weg. Hau sie weg, mein Freund. Ach, der trifft aber auch gar nichts. Muss man echt alles selbst machen hier. Okay, jetzt ist er weg. Muss aber trotzdem irgendwann mal wieder auf ihm schießen. Komm schon, Köpfchen in meine Richtung, bitte. Na gut. Ach, jetzt kommen noch mehr. Ihr wollt mich verarschen, ne? Okay, der ist tot. Okay, aber trotzdem wieder meine Schallgedämpfte. So. Und. Oh, friss mal eine davon. Oh, oh. Ah, ui. Jetzt bin ich auch mal weit geflogen. Jetzt ist da oben wieder einer rausgekommen, wie ich gesehen habe. Halt die Klappe. Au. Wieso auf mich? Ich habe gar nichts gemacht. Mann, jetzt kommen hier wieder so viele. Mach doch mal irgendwas. Hilf mir. Na, hau sie weg. Oh, nein, 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 nein. Au! Das ist natürlich scheiße, wenn die genau neben mir stehen. Ich brauche mal dringend irgendwo ein Heldpack. Da, sehr schön. Okay, Granate. Und flieg und flieg. Das hast du gar nicht mitgekriegt. Ja, komm schon, Köpfchen in meine Richtung. Oh, shit. Ah, das war nicht gut. Oh, ach, meine Muni ist leer. Na, scheiße, ey. Mann, die Attacke ist aber mal mega fies, ey. Ach, hier ist auch schon wieder die Munition leer. Überall ist die fucking Munition leer. Toll, da unten ist ein Zombie. Na gut, der kann mal für eine stehen bleiben. Der ist mir ziemlich egal. Ach, ihr. Na toll, jetzt hat der geschossen. Was der natürlich wieder gehört hat. Oh, shit, ey. Auf was schieße ich am besten mit dich? Hier, Bombenschuss. Ja, wow. Nein! Au! Und der trifft mich genau. Nein, doch nicht. Oh, er geht nicht so weit. Idiot. Au, das war aber genau auf meinen Schädel. Aber mit dem Bombenschuss triff ich nicht so wirklich, muss ich sagen. Und genau auf meinen Kopf. Okay, hier mal wieder ein bisschen Rüstung und Muni einsammeln. Meins, meins, meins. Ja, toll. Noch mehr Zombies. Danke. Oh, ho, 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 ho. Ah, ich dachte, danke für die Unterstützung. Oh, 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 du hast ganz schön dicke Patschehändchen. Jemini. Oh, da ist meine Munition auch schon wieder. Au. Toll. Noch mehr Zombies. Ja, danke dafür. Komm schon, irgendwas, irgendwelche Rüstung oder was weiß ich. Mir egal, irgendwas zum... Ja, mich ausrüsten halt. Egal. Au.
Na gut. Okay, mal den einen Typen hier weghauen. Na, geht doch. Aber irgendwie mal Medikit droppen oder sowas ist bei denen nicht drin, oder? Na, scheiße. Oh, shit, shit, shit. Das war falsch. Das hat er gehört. Na gut, wir zumindest mal die obere Etage abgeräumt. Au, mich trifft er auch? So ein mieser Sack. Falsche Taste. Ja, danke. Ja, ging's daneben, hä? Buh. Okay, hier die Position ist eigentlich mal gar nicht so übel, muss ich sagen. Also wirklich treffen tue ich mich hier nicht. Solange ich... Au, okay. Jetzt hat er mich erwischt. Oh shit, da kommt was. Nach unten. Und jetzt wäre ein Medikit echt mal nicht schlecht. Jetzt halte ich nicht mehr viel aus. Na gut, der... Oh, oh, oh. Okay, er sucht. Sieht mich aber nicht, solange ich nicht ballere. Und ich gucke in der Zwischenzeit. Ja, da ist noch zum Glück noch ein Medikit. Oh, her damit. Dankeschön. Hier habe ich aber noch immer 0 Schuss. Ja. Aber sonst gibt es ja nichts mehr. Ah, hier ist noch eins. Schön. So, aber irgendwie... Ah, immerhin noch ein bisschen Rüstung. Immerhin. Oh, Patronenhülsen. Nice, danke schön. Na, nimm die... Die doch. Danke. Komm schon, mach Mund auf. Und ruhig halten. Nein. Besiege das Monster. Ziel abgeschlossen. Sehr schön. Oh, eigentlich schon irgendwie traurig. Er hat gar nichts falsch gemacht. Nur, dass er von einer wahnsinnig bescheuerten Bitch beschworen wurde. Die da noch immer liegt. Na gut, ich glaube, Munition suchen oder irgendwas lohnt sich jetzt nicht mehr wirklich. Also besuchen wir mal Helga. Was geht? Was willst du sagen? Oh, tot. Nochmal auf Nummer sicher gehen. Ja, nochmal auf Nummer sicher gehen. Und meine Akte. Wir haben es nicht kapiert. Sie hatten nie die Kontrolle. Scheiß Tote einfach überall. Da ist er ja. Oh, hey. Dich kennen wir doch aus The New Order. Kommen Sie mir, Sie fauler Hund. Wie geht's dem Kopf, Blesko? Wie haben Sie mich gefunden? Habe einen Notruf von Pippa bekommen. Haben Ihre Leiche gefunden. Wesley, haben Sie auch, Fergus? Scheiße, Verfluchter. Komm, junge Dame, wir müssen dich hier wegbringen. Hey, hören Sie zu, Blesko. Wir können nicht ändern, was passiert ist. Sie haben ganze Arbeit geleistet und die Akte gefunden. Jetzt wissen wir, wo Totenkopfs Basis liegt. Ja, wir wissen es. Können Sie das glauben? Ich habe diesen Traum. Etwas Wichtiges. Aber es ist weg, wenn ich aufwache. Es war nicht die Zeit für Träume. Ach, verflucht. Hab vergessen, aufs Klo zu gehen. Warum haben Sie mich nicht daran erinnert? Sehe ich aus wie Ihr Babysitter, Fergus? Ach, scheiß drauf. Fast da. Sie haben es diesem Scheißmonster richtig gegeben, BJ. Aber das Größte ist noch da draußen. Das ist vielleicht unsere letzte Chance, das Regime zu stürzen. Wir müssen sie nutzen, verdammt. Die verfluchte Welt zählt auf uns, oder nicht? Aber kein Druck. Bis auf meine verfluchte Blase. Da
Das Monster stirbt nie, wie oft man es auch tötet. Es wechselt nur seine Haut, verändert seine Gestalt. Ich fühle, wie das Gewicht der Welt auf mir lastet. Aber ich stemme mich dagegen. Ein letztes Mal. Dann ist Schluss. Und Ende von The Old Blood. Und ja, gut. Weiter geht's dann eigentlich im Prinzip bei The New Order. Was ihr, wenn ihr wollt, auch gerne auf meinen Kanal angucken könnt. Denn das habe ich auch Let's Played. Nur mal so nebenbei gesagt. Aber gut. Was sage ich jetzt mal zu The Old Blood? Naja, im Prinzip. Es ist mehr von dem, was man von The New Order kennt. Und das ist jetzt nicht unbedingt was Schlechtes, möchte man meinen. Also gut. Jetzt habe ich irgendwie gerade ein bisschen den Faden verloren, möchte ich meinen. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Ach ja, was ich sagen wollte. Wer jetzt ja den New Order gespielt hat und ihn gefallen hat, der kann sich gerne auch die Old Blood holen für... Was kostet das nochmal? 20 Euro? Glaube ich jetzt. Waren es 15 oder 20 Euro? Ich glaube, es waren 20 Euro. Da bekommt man eigentlich ein ganz gutes Paket. War ein gutes DLC, kann man sagen. Also ich habe jetzt... 6-7 Stunden dafür gespielt und war gut gemacht, gut inszeniert. Es war jetzt nicht ganz so gut inszeniert wie der New Order, das muss man schon sagen. Zumindest was die Zwischensequenzen angeht, die waren bei The New Order noch... Ja, aber... Hoppala, Entschuldigung. Noch ein, zwei Stufen höher, was die Qualität angeht, überhaupt besser geschnitten. Und es war nicht unbedingt alles aus der Ego-Perspektive. Also da hat man Blazkowicz schon ein bisschen öfters gesehen. Aber ansonsten, nice gemacht, kann man sagen. Gutes DLC, das man sich ohne Bedenken holen kann. Ich würde aber auch trotzdem sagen, wer jetzt den New Order noch nicht gespielt hat und sich vielleicht überlegt, das zu holen, würde ich trotzdem sagen, spiel zuerst den New Order. Jetzt nicht unbedingt wegen Story oder irgendwelchen Zusammenhängen, die sind ziemlich egal. Aber trotzdem ist The New Order vom Umfang und wie gesagt schon von der Inszenierung doch nochmal ein Stückchen besser. Und ist mittlerweile auch nicht mehr allzu teuer. Also das kriegt man jetzt glaube ich auch schon um 30 Euro oder sowas in die Richtung. Außerdem ist gerade ja Summer Sale. Gut, kann sein, wenn ich das Video hochlade, dass er schon wieder vorbei ist. Wer weiß. Aber gut. Dann verbleibe ich mit einem großen Dankeschön an alle, die zugesehen haben. Und bis zum letzten Let's Play, zum nächsten Let's Play. Sag ich Tschüss, auf Wiedersehen. Hauptmann sieht sich.